Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren ja das letzte Mal in diesem Tempel Chamber of Sins und haben die Spinne erledigt. Stimmt das? Ja, denke ich schon. Jetzt gehen wir kurz einen Banditen töten und noch einen zweiten dann später. Einen dritten. Ja, nein, ich werde den letzten am Leben lassen, dass wir live bekommen. So. Gut, dann schauen wir weiter. Wir müssen in diese Richtung. Das habe ich getroffen. Vor allem kein Hund. Oder Wolf. Bär. So. Okay. Ah, hier. Komm. Boom. So. Schön ein rare Gegner besiegt. Also der Damage ist richtig gut schon. Der Damage wird im nächsten Level aber stark ansteigen auch wieder. Okay, die Dinge explodieren sofort manchmal, wenn Gegner sterben. Denke ich schon. Okay. Das ist gut. Aber hier hat es zu wenig Gegner. Ich muss treffen. Und vor allem sollte es nicht desynchron werden oder so. Ob wir Lesser Multiple Projectiles noch verwenden werden am Anfang, wenn wir sowieso genug Schaden machen, muss ich schauen. Weil so ist jetzt nicht so der Bringer. Vor allem haben wir jetzt noch zu wenig Mana. Haben wir jetzt schon Probleme mit dem Mana. So. Da hauken sie und spinnen herum. Boom, boom, boom. My mana is gone. So. Mana-Probleme, aber sonst nicht so viel Probleme. Und wieso leckt es jetzt? Ich habe 63 FPS. Hallo. Echt blöd manchmal, die Menschen. Die hat irgendwie bei mir immer Probleme. Ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist, aber manchmal plötzlich leckt es komisch. Vielleicht ist es an Flaps. Aber es ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Ja. Ja, jetzt hat es wieder ganz klein ein bisschen gehakt, wie gestoppt. Also die FPS gehen nicht runter, sondern sie stoppen für eine Millisekunde oder so. Ist nicht so gut. Aber eben. Das beträchtigt den Spielspaß ja nicht. Ja, seid doch nicht immer so einzeln. Ich habe noch nicht so gute Reichweite. Die Explosionen machen einfach noch zu wenig Damage. Also Reichweiten-Damage. Also die Reichweite ist noch recht gering. Und jo. Oh, schaut mal hier. Einer mit Wild Touch. Ist nicht so gut. So. Easy. Am Anfang sind die noch easy. Später im Mercilis haben die so viel Leben. Und Wild Touch. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, aber ich glaube irgendwas mit Damage auf Hit oder so. Ob das irgendwo zu sehen ist, ich muss das mal nachschauen, was die Effekte machen, die Wahleffekte von den Gängen. So. Es geht hier noch in diese Richtung, hatte ich ja schon lange nicht mehr. Weil sonst gehen sie immer so ringsum nach unten. Das heißt nach oben und dann nach unten. So blutest du nicht. Ich habe gescheit, aber blutet. Okay, es hakt gerade ein bisschen. Ist es nur an diesem Gebiet? Ich hoffe es. Jetzt muss ich kurz Flaps neu starten. Oho. Dachte schon, es sei irgendwas. Aber es ist die Frau. Den Toten.
My sculpture complains that it is. So, explodieren, ja. Nicht so lange warten, die Fuse ist lange. Ja, jetzt hat's gehakt. Oder liegt das am Server? Keine Ahnung. Ich hoffe es nicht an irgendwann Phelps oder so. Ach komm schon. Nicht so einen. My mana is gone. So einen habe ich. Ja, und gleich kommen die uns. Oh. Nervig. So, einen habe ich. Gut. Hä? Nein, das ist nur ein Ding. Ah, da oben. Das Blut ist stark. Komm ein bisschen näher zum Toten. Ein bisschen heilen. Mano. Schlucken. Ein Trank. So. Ja, jetzt kommen die wieder. Boom! Life is wasted. So, ich werde kurz Fraps neu starten, das spinnt ein bisschen. Bis gleich. So, sieht man, habe ich wieder viel mehr FPS, obwohl. Ja. Obwohl es jetzt mit 60 FPS eigentlich nicht lecken sollte. Jetzt habe ich fast 200 FPS. Ah, es liegt am Fraps, also. Schade, dass Shadowplay mir nicht geht oder noch verbuggt ist und dadurch zum Absturz führt. Muss ich schauen, ob ich Action dann irgendwie kaufen kann. Das ist nämlich noch gut. Ja. Also hier ist der Cratlin. Zum Beispiel will ich ein Portal aufmachen. So. Genau dort, wo ich das Portal nicht sehe. Ja, so sehe ich es. Your trouble. Ach komm. Ihr seht's, der macht viel Damage. Ja, die Server sind irgendwie auch ein bisschen. Also desynchron habe ich. Ich sehe dich. Du musst nicht abhauen. So, Feuerschuss macht am meisten Damage. Gut, den haben wir erledigt. So. Ja. Swift Mouth Death. What? Ja. Nichts Gescheites gefunden. Die Sachen noch rein. Okay. Wegwerfen. So. Also, dann gehen wir weiter. So. Oh. Da ist gerade explodiert. Ich denke, wir gehen hier entlang. Bei dieser Map muss man halt schauen, wo am besten der Hochgang ist, weil er immer noch irgendwo anders ist. Er ist, glaube ich, außer im Osten nirgends, überall. So. Darunter gehen wir jetzt mal. Das ist der Spinnenwald, gehen wir lieber oben durch. Beim Spinnenwald ist der Eingang nie. So.
Ah, schau mal an. So. Ich möchte gerne den hier, nein, nicht den. Den Burning Arrow hier unten auch haben, damit ich nicht immer mit der Maustaste drücken muss. So. Und explodiere. Glassblower Bubble. Von denen habe ich schon so viel. Wo sie relativ selten sind. Ja, wir haben es richtig geschätzt. Das ist aber falsch, oder? Ist das der Rest in Forest? Eigentlich schon. Nein, nicht Overlay Map. World Screen. Ja, wir sind richtig. Ah, heißt er. Okay. Hab mich eigentlich nie gemerkt, was das so heißt. Ich dachte, der irgendwie so Black Forest oder so. Naja, überall so schwarze Dinge. So, fast Level up. Aber es bringt uns noch nicht so viel mit dem Mana. Da müssen wir jetzt schauen. Ja, okay, ja, ich sterbe. Ja, wir gehen ja oben durch. Wir brauchen das nicht. Weil wir mit dem Ding gar kein, nicht viel Damage machen müssen mit dem ersten Schuss. Sondern mit der Explosion. Oh, das ist ein schöner Treffer gewesen. Gut. Ach komm. Ja, nimm die anderen auch noch mit. So. Ja, wie viel kommen jetzt noch? Ihr nervt mit dem Feuer. Extra Projektis, oh. Explodier. Boom. So. Baracke Level up. Angel Level up. Schön. So, Dele. Wir schauen noch, ah ja, Waypoint und dann der Weg rein. Wir wollen zuerst die Frau, die Aria oder so etwas, töten. Die Banditin. So. Ja, bei vielen Gegnern ist der Bild schon mal stark, aber bei einzelnen Gegnern ist er noch ein bisschen langsam. Die One-Hit-Kills sind schon schön. Aber das ist eigentlich klar, bei anderen Builds hat sie auch One-Hit. So. Punktur, okay. Stirbt, ihr Blöden. Ja, explodiert doch. Mach doch meine... In meinem Leben nichts, also bitte! So. Oh, wie viel kommen noch? Die Nerven. So, weg damit. Gut, da ist der Weg. Gut. Leider sieht man den Weg nicht so gut, aber... Ja. So. Power-Sümpfen brauchen wir nicht. Nehmen wir nicht mit. Genau, noch ein bisschen anlocken. Damit die nicht noch reinkommen. Infusing Orb. Haben wir nämlich einen gebraucht. Für die Summonerin. Ich mache noch eine Summonerin. Und eine Poison Skion. Ein Poison Shot. I caught some rats.
Geld weg. Ja, wie viel willst du hier noch auf mich hetzen? So. Ah. Sie schießt immer, ich schieße immer. Am besten. Irgendwann ist sie tot. Ja, sehr langweilig gekommen. Oh, ist sie tot. Oh. So. Die Zombies können von ihr auch noch sterben. Komischerweise sind die nicht, haben die mich nicht angegriffen. So, jetzt gehen wir hinten durch, dann noch ins Lager. Der schwarzen Wächter, Blackguards. So. Wieso sind hier Arzten von den Eingeborenen, meine ich. So. Also ihr seht, die Insel ist noch recht noch nicht alles kolonisiert. Überall hat es Eingeborene und Untote, alles mögliche. Und im vierten Akt, was gibt's dann dort? Was wollen wir dann schauen im The Awakening Let's Play, das dann von vorne beginnt, aber ja, auch ein bisschen spannender wird, nicht nur durchgerasche. Und dann könnt ihr mit mir die neuen Items und so kennenlernen. Ich hoffe, es gibt viele neue Items, also nicht nur so Zwischen-Items, die nur im vierten Akt findbar sind, sondern überall. So. Oh. Ja. Gut. So, und jetzt nach unten. Ach komm, die nerven jetzt gerade richtig. So, easy. Wo ist jetzt das Lager? Da. Boom! Das ist jetzt eine Explosion gewesen. So, Dele. Wir müssen noch den Schalter bestätigen hier unten. Betätigen. Und hier kommen noch Eingeborene, die verrückt sind, die irgendwas gesoffen haben. Gut. Hier müssen wir nichts machen. Im ersten Akt bekommt man die Sachen, weil ja der Weg auch offen ist für den ersten Akt. So, Book of Skill. Sehr schön. Ein bisschen mehr skillig. Gut, dann noch den hier und dann haben wir hier auch ein bisschen elementale Resistenz. Gehen wir runter, kurz das nehmen und hier oben Area of Effect Damage. So. Gut, dann können wir hier mal das rausnehmen. Und jetzt nehme ich mal die weg, hey. So viele. Bringt gar nichts mehr. Ah ja, seht, ich habe 5 neue Premium Test Tab, also so ein Bündel gekauft. Und jetzt können wir hier mal zum Beispiel blau schreiben. Melee, ja. Na, Kampf. So. Und dann noch eins mit Fernkampf. So. Und die anderen weiß ich jetzt nicht, was ich die nehmen soll.
Eins tue ich nach vorne. Kann ich gleich eins machen. Ja, wechseln, wie soll ich das nennen? Ja, heute am Wochenende gibt es gerade das Dashtab-Bündel Sales. Und ich habe gerade eins genommen mit Premium. Ja, kostete 160 von der Währung her. So. Ungefähr 16, 17 Franken. Also es ist schon richtig teuer. Aber ich habe es jetzt trotzdem gegönnt. Gut, ja, was soll ich jetzt nennen? Wechsel. So, der Wechselslot kommt nach vorne. Also nicht besser. So, jetzt. Ja. Dann kommen die Sachen, die ich einfach messen will, oder in die Kiste tun will, dort rein. Und ja. Also, hier haben wir... Na, brauchen wir eigentlich nicht hier. Reduced Bone oder so etwas könnte ich nehmen. Hier habe ich zum Beispiel die Items für den Summoner. Summoner Witch. Und ja. Sie geht schon reichlich gut ab, aber sie ist noch ein bisschen. Sie ist erst Level 10 oder so. Okay. Schade, haben wir nichts sonst. Reduced Amana. Was wollen wir? Ist hier irgendwas? Spectral Throw Reef Detonation. Ja, ich frag mich einfach. Blood Rage. Ne, das ist für Frenzy. Das ist Reduce. Nein, das ist Increased Duration. Das ist das Gegenteil. So, da ist Reduce Mana und das ist ab Level 31. Schade, müssen wir noch mit so Mana-Kosten aushalten. Ja, wir gehen jetzt hier in die Riverways. Nach oben. Ich habe ja das Ding. Der Gem, ja. Was hat denn der für eine? Eine Hose, ein Ding an. So ein Mantel oder was es ist, so mexikanisch. So Gegners. Ah, Bringer of irgendwas. Sind das viele? So gut. Haben wir es verpasst? Nein, noch nicht. Over here, Exile. Infected Beast. Ah, oh, müssen wir wieder. Oh, der hat Damage gemacht. So. Das Infected Beast ist sicher irgendwo. Auf den Seiten oder so. Oder hinten. Hier nicht. Na, wo bist du, Infected Beast? Ah, denn ist es also eine Höhle. Okay. Da drüben irgendwo. Na, wo ist es? So weit im Eingang ist es erst weiter. Da gehen wir natürlich weiter. Wenn hier nichts ist. Ah, hier ist es irgendwo. Hä?
Ah, es wird jetzt angezeigt, okay. Aber nur kurz ist es. Ah, vielleicht nur, wenn man daneben ist. Also muss es auf der anderen Seite sein. Ich kann aber hier nicht drüber. Das ist denn blöd. So. Ja, habt ihr gesehen, diesen, die haben keine Animation gehabt, kurzfristig. Sind einfach über den Bogen gezogen worden. So. Hier irgendwo. Es ist doch noch weiter, oder was? Also gehen wir halt noch weiter. Von mir aus leveln wir halt noch ein bisschen. Also noch weiter. Und wo ist eigentlich jetzt unsere Höhle zur Walruine? So. Jetzt können wir hier Damage machen. Ah, schön. Ah, schaut, jetzt kann nur One-Hit. Ah, das ist schön. So, hier ist es ja. Jetzt auch sagen können, dass es gleich da vorne ist. Wenn man es nicht findet, dann finden wir es nicht. So, jetzt gibt's Action. Ich hoffe, es ist auch gut, weil es nur low-level ist, aber ich denke schon. Ja. Auch schön zu sehen. Mit so einem. Was ist denn das? Was da so sprüht, seht ihr? Das ist ein richtig nerviges Teil. Was ist denn das? Wie heißt es? Mutanten Brood Queen. Eine Brutkönigin, okay. Die mutiert ist. Fast tot. Oh ja, die macht Damage. Ach, jetzt legt nicht immer Eier über Eier legen, da wollte ich mich sagen. Spinnt wirklich total. Der Eier legen, er will mich sagen. Weg damit. Hey, wollt ihr jetzt sterben? Jetzt mache ich das. Mit Blutding, ja, das ist effizienter. Und hier wieder Bomben, komm. Komm. So. Nichts Gescheites, okay. Hab ich mir schon gedacht. Ja, genau, explodieren. Wir sind ja dafür zäh. Jetzt muss ich wieder kurz zurück. Wo war sie? Da war sie. Gut. Quest abgeben. No one said this job. So, Udele. Ich möchte noch kurz in den Tempel rein. Oder vor den Tempel. Hinstellen. So. Und auf den nächsten Part warten. Aber wo ist der Tempel-Eingang? Wo denn? Ja,
Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hau ab. Da oben. Gut. Die Affen, die wollen von mir was. Ich weiß nur nicht was. Vielleicht wollen sie eine Banane. So. Also, Dankeschön fürs Schauen und auf Wiedersehen. Ah, oh, meine. Blöde Affen. Weg da. Tschüss.